Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Yu-Gi-Oh! Jetzt gegen Gamer und nicht damit Exodia-Deck. Unglaublich so etwas, das ist ja unfassbar. Die Soundeffekte jetzt gerade ziemlich laut. Ein Sinnprojekt. Wie jetzt irgendwas umgestellt. Die Soundeffekte finde ich gerade echt krass laut. Nee, alles für beim Alten. Das ist toll. Das ist schon perfekt. Wie mache ich das denn jetzt so? Das kam gerade voll verzögert bei mir. Nee. Ja. Da habe ich ziemlich viel. Was Gamer ziemlich abfacken könnte. Schauen wir mal, mit welchem Deck er spielt. Funktioniert auch. Oh, okay, Bad Deck. Verdammt. Uiuiui. Was mache ich denn jetzt da? So, lol. Voll OP. Ah. Lol, gibt's sogar was Drache? Ja. Lol. Lol. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag deinen Vogel nicht. So. Jetzt, um das klarzustellen. Ich würde jetzt eigentlich schon gern wieder auf Aufgeben drücken. Nur weil ich eins deiner Monster zerstört habe mit dem Partyeffekt. Was? Du hast zwei Monster kaputt gemacht. Ja, eins per Angriff, da kannst du jetzt nichts gegen sagen. Ich hab ein Monster zerstört. Oh mein Gott, wie unfair. Ich kann nichts beschwören. Lol. So. Mein Arm tut voll weh, ey. Ah, Pech. Ich hasse, wenn man auf so einem Arm liegt. Mehr noch. Eine verdeckte Karte wurde gesetzt. Noch eine. Wow, ich kann ja eh nur das verteidigen. Oh, er hat das gesagt. Wer dich angreift, ist ja wohl klar. Ach so, okay. Bringt mir gar nichts außer, dass ich keinen Schaden nehme. Replay-Angriff wiederholen. Man darf ja noch ein Monster beschwören. Nein! Ja, ich beweise es dir. Ne? Ich hab Fallgrube, Boden, eine Fallgrube. Nein, ich hab nur Fallgrube, aber das geht ja eh nicht. Und das habe ich außerdem auf der Hand. Ja, aber trotzdem mag ich den nicht. Frag ich jetzt. Der oder Karte? Der oder verdeckte Karte? Verdeckte Karte könnte mich auch noch abfacken. Jesus. Ach verdammt, ich dachte, es wäre Wattkanone. Ah, sonst hätte ich ja schon aktivieren können. Ja, das stimmt. Okay, ich bin ja wieder krank. Das ist
Ich muss gerade überlegen. Was bringt denn. Der kann mir eh nichts bringen. Wisst ihr, ich Spielkraft haben, also bitte. Kein Spielkraft hast du da alten Schrott. Ey, ich bin kurz davor, mein Handy kaputt zu schlagen. Super leicht. Ich beschwöre nicht mal das Monster. Das bringt's mir eh nicht. Ich habe keine Karte mehr auf dem Feld, die einen Monster zerstört. Was? Was? Ich habe gerade immer noch nichts beschwören. Boah. Ich will aber eigentlich nur das. Mit Spielkraft. Den wollte ich noch an. Weil ich will noch so gut machen. Ich will doch mal. Oh, du hast ja eh. Frage ist, was liegt links? Jetzt muss ich wieder aus meinem Handyspiel rausklinken. Was liegt links? Ich möchte das Risiko nicht eingehen. Hurra! Ich kann mir Schaden zufügen. Aber was ist die Sakuretsu? Nein, Sakuretsu, ich hab doch gesagt, dass ich nichts hab, um den Himmel zu zerstören. Gesundheit. Gesundheit. Ich will alles vollrotzen. Mhm. Okay, ich bin hoch. Ach man, ich wollte. Ach. Okay, noch eine Runde. So, die zweite Runde. Habe ich eigentlich immer solche Karten auf der Hand? Ist das denn irgendwas zu verteidigen bräuchte? Hm? Ah ne, wenn der. Oh. Ja. Der kommt weg. Nice. Ultra nice. Profit, was jetzt? Spiegelkraft. Nein! Ich hätte ihn nacheinander beschwören sollen. Boah, ich habe so den perfekten Karten. Ja, jetzt habe ich nichts. Boah, die waren so gut, die Karten. Die waren so perfekt. Scheiße. Ich hätte ihn einfach gar nicht beschwören sollen. Mann! Habe ich extra die Brause weggelegt, dass ich Oreo fressen kann und was mache ich? Ich greife sofort wieder zur Brausebox. Hier so perfekte Karten! Alter, wie krass! Erst Kartenhändler und Fusionstor und. Also, es waren so perfekte Karten, dass ich vermessel ist. Also, das finde ich ja.
Angriff annullieren. Was hast du denn jetzt dagegen, Alter? Ich hab nur gedacht, dass du eben etwas anderes hast. Es bringt mir ja nichts. Eigentlich ist die Karte ja gut, aber es bringt mir. Nerv gerade meine Hunde, indem ich Oreo-Päckchen aufmache. Ich bring damit meine Hunde voll auf die Palme. Sehr geil. Fuck. Oh, gut, du hast die Schwäche zerstört. Verdammt! Obwohl, als zerstöre alle Monster den Gegner kontrolliert, ist ja schon nicht schwach. Nur leider bin ich tot. Oder? Nein, ich glaube, ich lebe noch. Doch. Du bist tot. Was? Ja, als ob du den Effekt doppelt anwenden darfst. Was ist denn das für eine Scheiße? Noch eine Runde. So, da sind wir wieder. Hey, Moment. Also. Ich will, damit ich den Effekt richtig verstehe. Wenn du von einem den Effekt aktivierst, kannst du eine Schwarzkugel alle Angriffspunkte, die Schwarzkugel auf dem Feld zusammen haben, auf den einen übertragen. Ja, aber es sind keine extra Angriffspunkte, außer von Verbundenheit, was ich nicht kapiere. Ja. Aber ich keine Verbundenheit hatte. Bedeutet aber, wenn du von dem einen den Effekt aktivierst, du hast auch eben auch zweimal auf der gleichen Schwarzkugel, von zwei verschiedenen Schwarzkugeln den Effekt aktiviert, richtig? Vom gleichen? Nein, nein, von zwei verschiedenen auf das gleiche. Es war der gleiche Effekt. Was? Es war der gleiche Effekt. Es war der gleiche Effekt. Es waren aber zwei verschiedene Monster. Ja, es war das gleiche Monster. Ja, auf das gleiche Monster wurden die übertragen. Das war ein unterschiedliches Monster. Wie meinst du es mit unterschiedlichen Monstern? Ein anderes Monster hat den Effekt aktiviert, aber sie wurden beide auf das gleiche Monster übertragen. Ja, aber es war halt die gleiche Art von Monster. Ja, ja. Wenn du jetzt dreimal die gleiche Art von Monster auf dem Feld hast, dreimal das gleiche Monster, dann kannst du doch jedem Monster 6000 Attacke immer zugeben. Und das pro Spielzug dreimal. Warum 6000? Hä? Weil du drei Monster mit 2000 auf dem Feld hast. Das macht doch Sinn. Oder nicht? Ich hab grad einen Ohr im Mund. Achso. Oh mein Gott. Ja, krass, ne? Nee, eigentlich nicht. Fand ich schon. Oh. Achso, das sehe ich schon wieder. Ja, und der ist gleich tot. Wenn du irgendwas hast. Oh, tatsächlich nichts. Außer Vogelzeug. So. Also, ich hoffe, Vogelzeug ist auch so wenig wert. Nee, aber ich meinte zerstörendes, schadenmachendes oder LP dazugebendes. Warst du nicht mal. Ja, warst du nicht. Oh, keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier Pokémon nicht mehr. So, ich verstehe einfach Pokémon nicht mehr. Ja. Ich hab gedacht, es wäre ein Empfänger gewesen, deswegen. Ich verstehe einfach Pokémon nicht mehr. Dein Pokémon kostet doch auch sowas wie Empfänger, oder nicht? Empfänger sind weiblich und nicht Empfänger sind männlich. Sind, was ist das Gegenteil von weiblich? Schwul. Das kenne ich nicht zulassen. Warum kein Schwul das nicht zulassen? Weil das einfach unverantwortlich ist, sowas. Es kann voll nicht sein, dass ich jetzt schon wieder das gleiche gezogen habe. Das heißt nicht, dass die gerade schlecht ist. Ich gebe dir einen Tipp. Ich habe mindestens eine Karte, die einen Angriff abwehrt. Was soll unser Kandidat nun tun? Brauchen wir einen Empfänger. Verdammt. Oh, erst wollte es meine Flasche explodieren. Ich tue gerade Spiegelkraft weg. Weißt du, meine Flasche ist explodiert. Ich habe gerade Spiegelkraft in mein Deck zurückgemischt. Okay. Ich habe es ja eh schon dreimal liegen. Haha, Spaß. Vor allem mal dreimal. Haha, der war lustig. Achso, das ist ja Spiegelkraft. Ich wollte jetzt gerade wieder. Ja, du konntest doch dreimal liegen, aber ich habe vergessen, dass du es reingemischt hast. Richtig. Ah, boah. Oh, ey, das ist doch unglaublich.
Ey! Ich. Warte, will ich sehen. Nein! Ja. Ja, was war denn jetzt das Problem? Warum hast du es nicht die ganze Zeit nicht gemacht? Wenn du Eisenschrotte hast! Wer sagt das denn? Ich sehe das doch. Siehst du das? Habe ich die schon mal gespielt? Na! Weiß ich doch nicht mehr! Vielleicht, dass die Schuhe die blauen Flammen nicht aktiviert wird. Was? Was? Ich brauch Platz! Ich hab Platzangst! Nein! Mal diese Karte näher! Um genau zu nehmen, brauch ich 3 Platz. Kannst du mal angreifen? Ich hab auch Sachen, die nicht so schlimm sind. Wirklich! Zum Beispiel, Angriff annullieren. Hab ich. Unser Kuratzrüstung. Hab ich nicht. Tatsächlich. Den hab ich ja nie. Aber ich möchte gerade ehrlich gesagt. Eigentlich war so eine Karte. Ich möchte aber ehrlich gesagt, wenn du gleich angreifst, würde ich die Spielkraft nicht spielen. Obwohl du so viele Karten. Ich muss erstmal. Ich. Wait a minute. Du hast. Ja, passt. Alter! So, Batsch Monsters! Oh, ich greife mal an. Ups. Ich stehe auch gerade. Was? Also jetzt würde ich bestimmt nicht annullieren. Wenn wir seine eigenen Monster zerstören will. Ich hab gedacht, ja, der aktiviert eh irgendeinen blöden Effekt. Wenn wir seine eigenen Monster zerstören will, den halte ich nicht auf. Alter! Ich glaube, das Spiel mobbt mich. Das ist möglich. Alter! Okay. So? Das könnte einfach. Siehst du, du aktivierst mit dem einen und dann mit dem anderen. Wie weit werden die Angriffspunkte übertragen? 11.400! Ist nicht viel. Hätte ich jetzt Entkräftung gestellt, das wäre geil. Jetzt mal. Oh, das wäre nicht schlecht. Oh. Ja. Scheiße. Weißt du, ich. Magischer Zylinder wäre auch nice. Ich hab gesagt, wen was mag. Ich denk's mir so, wen hat magisch. Oh. Warum kann ich jetzt machen? Ach, da endlich. Ja! Ja! Voll geil! Warum kannst du den Angriff nicht selbst annullieren? Bam! Nice! Yes! Das war eine Runde Yu-Gi-Oh! Gegen Gamer. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Postmeldung da und tschüss!